mit Lärm gegen die Militärmacht habe. Zum ersten Mal hat es in Myanmar öffentliche Proteste gegen den Putsch und die Festnahme von Regierungschefin Aung San Suu Kyi gegeben. In Rangun etwa schlugen Einwohner auf Töpfe und Pfannen, es gab Hubkonzerte, auch in Mandalay gingen Menschen auf die Straße. Unterdessen zeigte sich der UN-Sicherheitsrat in New York tief besorgt über die Lage in Myanmar. Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben ihre tiefe Sorge über den Notstand zum Ausdruck gebracht, den das Militär am 1. Februar in Myanmar verhängt hat, und über die willkürliche Verhaftung von Regierungsmitgliedern, darunter Staatsberaterin Aung San Suu Kyi, Präsident Win Myint und andere. Die Mitglieder des Sicherheitsrats fordern die sofortige Freilassung der Festgenommenen. Sie unterstrichen auch die Notwendigkeit einer fortgesetzten Unterstützung des Demokratieprozesses in Myanmar. The need for the continued support of the democratic transition in Myanmar. Auch im Ausland, etwa hier vor der myanmarischen Botschaft in Thailand, gab es Proteste und Forderungen, Suu Kyi, die unter Hausarrest stehen soll, freizulassen. Beobachter fürchten indes, dass das Militär in Myanmar wie früher gewaltsam gegen die Demonstrierenden vorgeht.